geht, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 15 Search and Discard. Und heute dabei ist der Lederhosen-FIFA. Servus, Leute. Ja, du kannst mal kurz deine drei Karten vorstellen, wen du heute aufs Spiel setzt. Ja, also ich spiele um Man of the Match Vargas, Team of the Season Perrin und Record Breaker Sadio Mané. Genau, und ich setze aufs Spiel Ronaldinho Futti, Man of the Match Lukaku und Wijnaldum als Hero-Card. Ich denke mal, ihr solltet alle Search and Discard kennen. Ja, ich würde sagen, du bist der Gast, du darfst einfach anfangen und die erste Position direkt auswählen. Gut, dann würde ich sagen, beginne ich mal mit dem Rechtsverteidiger. Okay, mein Rechtsverteidiger ist keine Special-Card. Ist leider nur ein Bronzespieler, ist leider falsch gewählt. Okay, dann mache ich direkt weiter und zwar wähle ich direkt mal deinen linken Innenverteidiger aus. Habe ich einen erwischt? Ja, gleich das erste Mal Man of the Match Vargas. Oh mein Gott, ich weiß auch nicht, irgendwie ziehe ich hier immer die richtigen Spieler, auch gegen F8 FIFA. Wenn ihr vielleicht die Search and Discard Folge gesehen habt, da habe ich auch einfach richtig oft die richtigen Spieler gezogen, okay. Da musst du Vargas wohl leider abstoßen. Hab ich schon gemacht und ja, das war dein linker Innenverteidiger. Ja, mein linker Innenverteidiger. Genau, okay, dann bist du jetzt dran. Gut, dann nehme ich bei dir den linken ZM. Okay, mein linker ZM, dann muss ich mich leider verabschieden von einem weiteren Bronzespieler. Du hast leider keinen getroffen, 25 Schuss, also der hat es echt nicht verdient, hier im Team zu bleiben. Geh dann manchmal weiter bei dir und ich wähle mal deinen rechten zentralen Mittelfeldspieler. Gut, von dem verabschiede ich mich dann auch. Britain, okay. Ja gut, okay, das ist zwar ein Goldspieler, aber nichts wert. Okay, dann bist du direkt wieder dran. Ich nehme deinen rechten Stürmer. Okay, dann muss ich mich von dem ersten Spieler verabschieden, der ein Afro hat. Und zwar ist es wieder ein Bronzespieler, irgendein Saudi-Arabier. Okay, leider wieder nichts getroffen. Dann mache ich mal weiter. Und zwar, du hast 100% irgendeine Special-Karte im Sturm. Das muss eigentlich soweit sein. Nur jetzt ist die Frage, linker Flügel, Stürmer oder rechter Flügel? Ich nehme einfach mal den linken Flügel. Okay, gut. Schade. Okay. Ebert wird abgestoßen. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, aber irgendein Spiel hast du noch im Sturm, das weiß ich 100%. Okay, du bist dran. Ja, ich nehme bei dir deinen zentralen Innenverteidiger. Oh Mann. Es ist wieder ein Bronzespieler. Und zwar Teixeira. Okay, ich bleib jetzt einfach mal im Sturm. Dann nehme ich jetzt den rechten Flügelspieler. Komm. Da musst du doch irgendwas haben. Mann! Ich wusste es doch. Wen hast du? Sadio Mané. Oh, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Im Sturm hast du auf jeden Fall einen. Okay, gut. Ich habe immer noch keinen abstoßen müssen. Okay, du bist wieder dran. Jetzt wird's knapp, ich habe nur noch mal einen Spieler übrig und du noch drei. Deswegen entscheide ich mich mal für deinen ZOM. Nein. Es ist der nächste Bronzespieler. Was? Es ist der nächste Bronzespieler. Du hast echt bislang noch kein Glück. Okay, jetzt wird's schwer. Okay, vielleicht hast du den Klassiker gemacht und einen Spieler auf die Torhüterposition gestellt. Ja, einen Spieler habe ich schon auf die Torhüterposition gestellt, aber keine Special-Karte. Okay, schade. Ja gut, ich nehme einmal bei dir den linken Außenverteidiger. Bist du sicher, den willst du nehmen? Ja. Okay, es ist wieder mal kein Bronzespieler, es ist Ronaldinho Futti. Endlich. Und ich muss ihn leider abstoßen. Tut mir natürlich leid, die Legende darf man natürlich eigentlich nicht abstoßen. Aber ihn zu verkaufen wäre natürlich noch schlechter. Weil wenn man so eine Legende schon hat, dann muss man eigentlich auch abstoßen. Komm, Ronaldinho, es tut mir leid. Okay, die beiden, die Hero-Karte und Man of the Match habe ich noch. Okay, 100% hast du einen Spieler auf die Außenverteidigerposition gestellt. Ich würde einfach mal jetzt drauf tippen, da du den
einen Spieler schon auf dem rechten Flügel hattest, dass dein Linksverteidiger eine Special-Karte ist. Was wäre, wenn es so ist? Dann hast du verloren. Habe ich aber nicht. Oh, schade, okay. Okay. Ich habe nur noch 3 Bronzespieler und 2 Special-Karten. Du bist wieder dran. Ich nehme deinen linken Stürmer. Oh Mann. Okay, es ist wieder ein Bronzespieler. Und zwar Bane. Ein zentraler Innenverteidiger, den ich auf die Stürmerposition gestellt habe. Okay, ich bleibe dabei mit meiner Vermutung, du hast eine auf den Außenverteidigerposition. Komm, dein Rechtsverteidiger ist irgendeine Special-Karte. Nein, ist er nicht. Oh Mann. Okay, dann leider doch nicht. Aber ich entscheide mich jetzt mal für deinen rechten Außenverteidiger, für deinen rechten Innenverteidiger. Okay, es ist Lukaku, Man of the Match. Perfekt. Jetzt wird das Ganze nochmal richtig spannend. Jeder hat nur noch eine Karte. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Du wirst dann wahrscheinlich im Mittelfeld irgendwo den Spieler haben. Dann würde ich jetzt einfach mal darauf raten, dass sein ZOM die letzte Special-Karte ist. Komm. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher, ich nehme den ZOM. Ganz sicher? Ja. Ja gut. Perrin, letzte Special-Karte. Ja, Wahnsinn. Okay, du kannst doch einmal nachziehen, du hast noch eine Chance. Du hast noch eine Chance zum Nachziehen. Ja gut, dann nehme ich deinen rechten zentralen Mittelfeldspieler. Was hast du genommen? Rechten zentralen Mittelfeldspieler. Okay, bist du sicher? Sehr sicher. Denk dran, ist deine letzte Chance, dein letzter Versuch, ne? Ja, ich habe sowieso schon verloren, von daher. Nee, du kannst, wenn der jetzt richtig ist, dann gibt's ein Unentschieden. Echt? Ja gut. Also von daher überleg dir das ganz genau. Ja, ich bleibe im rechten zentralen Mittelfeldspieler. Okay, meine Überredenskünste haben anscheinend doch nicht gezogen. Es ist Wijnaldum als Hero-Karte und es gibt hier doch noch ein Unentschieden. Ich habe es doch nicht geschafft, dich noch davon abzubringen. Okay, dann gibt es wohl die entscheidende Episode bei dir auf dem Kanal. Check natürlich den Kanal ab. Vor allem ein richtig guter FIFA-YouTuber, aber auch ein richtig guter Designer, ne? Kann man so sagen. Und ja, das letzte Wort geht nochmal an dich. Ja, ich hoffe auch, dass das Video von meiner Seite euch gefallen hat. Den Link zu Till findet ihr auch in der Videobeschreibung bei mir. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon wieder. Wie gesagt, die zweite Episode findet ihr bei mir auf dem Kanal. Genau. Checkt auf jeden Fall den Kanal ab. Das war es jetzt auch. Macht's gut. Lasst natürlich ein Like da, wenn ihr mehr Search und Discord sehen wollt. Wir sind raus und ciao.